Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Gesetz, das wir heute in erster Lesung im Deutschen Bundestag behandeln, hat ja schon, bevor es uns hier erreicht hat, eine ungewöhnlich breite Debatte in der Öffentlichkeit ausgelöst. Und ich glaube, wir sind gut beraten, die Einwände, die uns aus vielen Teilen der Gesellschaft erreichen, ernst zu nehmen und sorgfältig abzuwägen. Aber wenn man die Reden hier aufmerksam verfolgt, von Frau Sitte bis Herrn von Notz aus der Koalition, dann sind wir uns in der Bestandsaufnahme ja zunächst einmal einig. Die derzeitige Praxis ist jedenfalls unbefriedigend. Viele soziale Medien haben sich zu Räumen entwickelt, in denen das Gesetz, das Recht, das unbestritten gilt, derzeit keine Anwendung findet. Dort wird gehetzt, dort wird beleidigt und dort wird Hass verbreitet. Häufig unter dem Deckmantel von Anonymität, meistens jedenfalls ohne irgendeine Konsequenz für die Täter. Und dabei haben die Betreiber von sozialen Medien ja ein Privileg. Anders als zum Beispiel Presseverlage haften sie nicht in vollem Umfang für die Inhalte, die über sie verbreitet werden. Das Telemediengesetz verlangt lediglich, dass rechtswidrige Inhalte unmittelbar gelöscht werden, sobald der Betreiber von ihnen Kenntnis erlangt. Und unsere ernüchternde Erkenntnis heute ist, dass viele Plattformen diesen Anforderungen überhaupt nicht nachkommen. Auf der Strecke bleiben dann die Nutzerinnen und die Nutzer, die sich ehrverletzenden Angriffen völlig hilflos ausgesetzt fühlen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann erfährt man, es ist ein komplizierter Prozess, dass selbst eindeutig rechtswidrige Aussagen entfernt werden. Die Meldeportale sind zu kompliziert, das Verfahren ist undurchsichtig und häufig gibt es niemanden, der am Ende als Ansprechpartner erreichbar ist. Hier entsteht dann der fatale Eindruck, dass strafbares Verhalten völlig sanktionslos hingenommen wird. Und ich bin der festen Überzeugung, diesen Zustand, den dürfen wir als Staat und den dürfen wir als Gesetzgeber nicht länger dulden. Der Gesetzentwurf sieht jetzt verschiedene Maßnahmen vor. Wir haben es eben schon erfahren. Es gibt jetzt eine Berichtspflicht über den Umgang mit strafbaren Inhalten. Es gibt die Verpflichtung zu einem wirksamen Beschwerdemanagement. Es gibt einen Auskunftsanspruch der Opfer über die Bestandstaten der Täter. Und es gibt eine Bußgeldandrohung in empfindlicher Höhe bei Pflichtverstößen. Ich glaube, all das ist ein dringend notwendiges Signal und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Gleichwohl, und auch das will ich oft ansprechen, sehen wir bei einigen zentralen Punkten noch erheblichen Beratungsbedarf. Ich bin nicht sicher, ob die Löschverpflichtung, die die sozialen Netzwerke in völliger Eigenregie umsetzen sollen, wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Und wir haben ja, Frau Kollegin Winkelmeier-Becker hat es angesprochen, schon in verschiedenen Bereichen des Medienrechts die Einbeziehung von neutralen und allgemein anerkannten Akteuren. Das könnten wir uns hier auch sehr gut vorstellen. Und für uns als Fraktion ist ein Punkt ganz wichtig. Wir müssen einen Mechanismus finden, der rechtswidrige Inhalte zielgenau erkennt und ebenso zielgenau beseitigt, ohne dass dann durch eine zu weitgehende Löschpraxis sozusagen in vorauseilendem Gehorsam die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Wir stehen jetzt vor intensiven Beratungen. Und zur Wahrheit gehört, Herr Minister, es wäre gut gewesen, wenn Sie dieses Gesetz schon sehr viel früher vorgelegt hätten und wir für die Beratungen erheblich mehr Zeit gehabt hätten. Für uns gilt nun Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, aber wir wollen dieses Gesetz innerhalb der nächsten Sitzungswochen zu einem guten Abschluss bringen. Es geht hier um sehr grundsätzliche Fragen. Wie schützen wir die Wahrhaftigkeit in der öffentlichen Debatte? Wie kann sich der Rechtsstaat im digitalen Raum behaupten? Und vor allem, wie können wir Nutzerinnen und Nutzer wirksam vor Straftaten schützen? Herzlichen Dank. Das Wort hält die Kollegin Renate Künast für die Fraktion Bündnis.